Berlin, macht mal richtig Lärm für Man in Black gegen Cassius Clay! Vier Takte, hört genau zu. Ah. Yeah, Cassius, deine Karriere war ein krasser Tiefpunkt. Du bist schon 30, wie deine Chartplatzierung. Ah, yeah, das war der Callback. Keiner hier hofft auf dein Comeback. Ich bringe dich grad jetzt hier um. Totaler Absturz für meine Chartplatzierung. Ich war auf 30, Bruder, das war ranzig. Du warst gar nicht in den Charts und ich auf 29. Ah, Dicker, ich find dich einfach peinlich. Du bist ein Verräter, Chartplatz 31, yeah. 31er, ich komme rein und ich bin am Mic dein Peiniger. Du bist mein Peiniger, ein 31er. Darauf reimen sich nur noch rassistische Sachen, also scheiß drauf, ja. Aber lustig wär's, Mann, ich punch die Fotze. Wir haben noch eine Rechnung aus Frankfurt offen. Wir haben noch eine Rechnung aus Frankfurt offen, aber ich erinnere mich nicht an Tantra-Fotzen. Ah, yeah, Dicker, ich hab dich vielleicht gebettelt, vielleicht auch nicht. Ich trink dich unter'n Tisch. Ich diss dich jetzt mit einem harten Part. Ich erinnere mich an die. Mit deiner Mama hat's Spaß gemacht. Geile Fotze, Bezirk 31. Cassius, der ist peinlich. Man in Black ist peinlich. Cassius Clay, jetzt wird's richtig übel. Hätten sie statt Twizy lieber dich verprügelt. Alter, ah, Dicker, Leistungsdruck. Hätten sie dich geschlagen, wär ich auch noch reingesprungen. Halt deine Fresse, Lauch. Es geht 7 gegen 1 und ich glaub, so geht auch heute dieses Battle aus. So wie Deutschland, Brasilien. Dein Freestyle-Rap wird dich niemals zum Ziel bringen. Ah, Cassius, du bist ne Kacknutte. Was laberst du? Seit wann gibt es hier 8 Punkte? Ah, Dicker, 8 Punkte, du kleine Mate, gibt es bei dir auf der Waage? Ey, Mann, ich schau den Kleinen. Jeder Judge gibt mir 2 und die schaut noch einen. Das sind 7. Komm, wir machen Mathe-Unterricht. Das ist Cassius. Man in Black und seine Mama wird gefickt. Man in Black und seine Mama wird gefickt. Aber guck mal, in dem Battle hab ich Punchlines da für dich, Bruder. Sag doch mal irgendwas Neues, Bitch. Sei mal 5 Minuten lang nicht cringe. Okay, ich bin nicht cringe, ich bin ein Topstar. Man in Black, ich klatsch dich wie Will Smith bei den Oscars. Das ist Chris Rock, ich bin Hip-Hop. Dicker, geh mal weiter, deine Videos drehen für TikTok. Ah, Bruder, du bist wie Shih Tzu. Du gibst mir eine Schelle, warum lügst du? Du bist ein Popstar, warum lügst du? Du kannst rappen, warum lügst du? Ich bin nicht Shih Tzu, warum lügst du? Warum sagst du, warum lügst du, Bruder? Du bist nicht CEO, Hits und gebeitet. Ich fick dich, du Scheißtyp. Cassius Clay, ich bin immer noch geil, yeah. Yeah, Dicker, was für CEO? 3 von dir wegen weniger als er, du Niro. Guck mal, ich komm rein, Dicker, ich bin wie Mero. Fick dich, Hund. Du bist nicht wie Mero, Bro, ich bring dich um, ne? Und ich bin die CEO, nenne deine Freundin Nutte. Das ist Tannenbusch Lifestyle, Cassius Clay, ich komme rein und für dich heißt es Bye-Bye. Ah, Dicker, für dich gibt es keine Brofist. Er nennt sie Nutte, weil er das von zu Hause gewohnt ist. Dein Vater fragt jeden Tag nach dem Essen, bring mal Essen, Nutte. Ich will meine Hechtsuppe. Weil es ja das von zu Hause gewohnt ist, das Einzige, was er von zu Hause gewohnt ist, ist von seinem Papa Pofix. Cassius Clay, der Man in Black wird heute ziemlich komisch. Cassius Clay, ich komme und bedroh dich, du Ogre. Nichts für ungut, aber du bist heute Verlierer. Warum driften alle deine Lines in Homo-Fantasien ab? Bruder, lass das mal untersuchen. Warum hängt dieser Bastard mit Kuchen? Was geht ab? Yo, guck, ich bin ein dickes Kind. Homo-Fantasien liegt vielleicht daran, dass ich Kölner bin. Liebe deine Stadt, Mann, ich scheiß auf dich. Vielleicht hab ich nur zu viel mit Tobi Hai gechillt. Vorbei! Naja, das ist nicht so einfach alles, ne? So, ich hoffe, ihr habt euch für einen der beiden MCs entschieden und seid dann bereit, die Hände in Richtung Decke zu recken. Wenn ihr sagt, Man in Black ist der Sieger in diesem Match, dann bitte einmal die Hände, Berlin. Wenn ihr sagt, Cassius Clay war stärker, dann bitte einmal die Hände, Berlin. Puh. Somit geht dieser Punkt an Cassius Clay. Was ist schlimm daran, mit Kuchen-TV rumzuhängen? Ich war nur allein. Ich weiß nicht zu viel über den, aber ich weiß, dass der recht unbeliebt ist und es ist dann, hat dann gepasst. Okay, hast du... Ich habe gehört, der ist ein Frauenschläger, oder? Also keine Ahnung, habe ich gehört. Es gibt viele Gerüchte auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was stimmt, was nicht stimmt. Ja. Aber du hast auf die Unbeliebtheit gepocht und dachtest, okay, damit kann ich hier einen mitgeben. Das war irgendeine Freestyle-Line. Okay. Oberflächlich, was ja im Freestyle normal ist. Ja,
wenn du das so siehst, ja, also ich habe da nicht drüber nachgedacht. Okay, dein Gemütszustand jetzt im Nachhinein? Ja. Bist du von irgendetwas enttäuscht oder sagst du dir einfach, okay, das war motivierend, fürs nächste Mal nehme ich was mit? Enttäuscht bin ich von meiner Leistung und meiner mangelnden Disziplin. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, vor dem Battle nicht zu saufen. Das habe ich gestern nicht eingehalten. Ich habe da ein kleines Alkoholproblem. Aber inspiriert bin ich auf jeden Fall, weil, wie gesagt, alle drei haben geile Sachen gebracht oder hatten geile Aspekte, die ich übernehmen will. Ja, ich will noch viel besser werden und dann hoffentlich mal die Leute gut unterhalten. Was hat Alkohol für eine Wirkung auf deine Freestyle-Abilities? Also ein Bier direkt vor der Show hat mir schon oft geholfen. Aber so am Abend vorher so mir die Kante geben, ist nicht so hilfreich. Dann bin ich ein bisschen läsch. Okay, Mut antrinken ist okay, aber einen über den Durst trinken ist zu viel. Wo ist die Grenze? Ich will eigentlich beides ablegen. Bist du besser, wenn du nüchtern bist? Nicht vor Leuten. Alleine ja. Vor Leuten ist ein bisschen, weil ich hier soziale Ängste habe und so, aber das ist jetzt letztes Jahr deutlich besser geworden. Mhm. Ich glaube, ab jetzt geht's auch ohne. Was reimt sich eigentlich auf 31er? Ich habe damals, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, in Köln, da habe ich mal irgendwann, da war Jonny noch dabei. Und dann habe ich so, das ist Freestyle, du hast Angst wie mir, für er, habe ich auf Jonny gezeigt, wie er vorne, und dann ist ja klar, was kommt. Ne? Und ich habe dann auch 31er, du weißt schon, ne? Und das ist mir direkt in den Kopf geschossen. Manchmal kann man nichts dagegen machen, dass einem das in den Kopf schießt. Oh, wir verstehen uns gerade gar nicht. Also, ich habe sogar an eine andere Line gedacht, aber das bleibt jetzt übrig. Oh, okay. Das habe ich auch. Also, nein, daran haben sie gar nicht gedacht. Nein, daran haben wir. Wow, Alter. Nein. Ich bin so böse. Nein, also die hatte ich vorher nicht im Kopf. Ich hatte dieses, ne, aber. Okay. Nee. Da kann man mal sehen, weil wir oft damit gespielt haben, weil du weißt ja, wie es ist im Freestyle. Ich habe halt ja nicht so einen Maulkorb im Battle Rap halt, ne, so. Aber gerade was Freestyle angeht, ne, dass du. Es geht ja auch um freies Denken. Also, du findest, du hast an die N-Bombe jetzt gedacht, ne? Ich habe natürlich. Boah, ja, genau. Warte mal ganz kurz. Nee, das hatte ich nicht im Kopf. Weiter. Deshalb, das muss man dann nochmal klarstellen. Ja, aber trotzdem, deine wäre kontrovers genug gewesen. Aber das haben wir auch bei Freestyle, haben wir die meisten dann einen Sieg, dies, das. Ne? So, gibt's halt auch. Ich finde aber zu sagen, wie gesagt, bei dem, was ich jetzt im Kopf hatte, weißt du ja auch, ihr hoffentlich auch, dann zu sagen, darauf reimen sich nur rassistische Sachen, das geht für mich im Battle-Kontext noch klar. Ich hätte es auch nie ausgesprochen, aber diese Anspielung zu machen, dachte ich mir, ist cool. Ich mag es halt, vielleicht das, die Crowd denken zu lassen. Halt, ne? Und da hatten wir viele Beispiele, wo wir gesagt haben, ich spreche es nicht aus, aber ich sag den Reim vorher, damit die Crowd sich das dann denkt. Und das gibt's auch in den einigen ein oder anderen Tracks. Aber gut zur Aufklärung, dass du nochmal gesagt hast, dass du nicht an denselben Reim gedacht hast wie ich. Nee, also da, keine Ahnung, ich finde, Battle Rap darf das, aber ich würde, keine Ahnung, vor 10 Jahren hätte ich vielleicht gemacht, aber heute würde ich das beides nicht aussprechen. Aber so ein Misslied in die Richtung machen, denke ich mir. Man muss doch sagen, was die Leute oft manchmal einen falschen Halt bekommen. Damals, Shock Values war Trend. Mhm. Und alle haben versucht, Dinge zu sagen, wo die Leute sagen, das darf man nicht. Ja. Ne, so, das muss man natürlich in den Kontext sagen. Ich bin der Meinung, das darf man beides nicht. Battle würde ich beides nicht sagen, aber ein bisschen in die Richtung, ein bisschen kitzeln, denke ich mir, geht klar. Genau. Okay, aber nochmal gut zur Aufdröselung. Okay, ich habe das Gefühl, du strahlst jetzt nicht halt so. Du hast ein bisschen, scheinst unzufrieden zu sein mit einigen kleineren Dingen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du wirklich einen konkreten Fehler gemacht hast. Der Wind war einfach so bei den anderen so ein bisschen. Die haben mehr für den Überraschungseffekt gesorgt als du. Würdest du vielleicht jetzt kalkulierend rangehen an die nächsten Dinger und sagen, okay, ich bringe etwas, was niemand von mir erwartet? Nee, also ich werde mich jetzt nicht verkleiden oder so. Vielleicht ist das heute einfach eine Lektion für mich, dass ich lerne zu verlieren und ein guter Verlierer zu sein. Damit ich nicht so ende wie andere. Okay, wollen wir hier nichts Neues heraufbeschwören? Wie gesagt, ich bin gespannt auf dein nächstes Match, weil ich denke, es hat nicht an Skills gemangelt. Mhm. Ja, da waren Flows dabei, da waren Punchlines dabei, du hast auf jeden Fall die Show extrem bereichert und es war definitiv Freestyle Mania Champions. Darf ich noch eine Sache fragen, jetzt wo ich dich schon gerade an der Angel habe? Oh, oh. Diese komische, diese Bars-Challenge, Top-Tier-Bars, wo man Tracks macht. Top-Tier-Challenge. Wie kommt man da rein? Hast du was anzubieten? Ja. Vielleicht. Ja. Darüber reden wir hinter der Kamera. Aber wärst du bereit für einen musikalischen Contest? Ja. Wir sehen das nächste Mal Man in Black bei der nächsten Top-Tier-Challenge. Oder übernächsten. Ich weiß nicht, ob die gesetzt ist, die nächste. Aber Danke. Ich hatte auf jeden Fall Bock drauf. Vielen Dank.